Nintendo ist nicht unbedingt bekannt für ihre guten Online-Systeme. Die Nintendo Switch hat viele Fails hervorgebracht, was ein Nintendo Online-Multiplayer angeht. Koop, naja, ist bei Nintendo irgendwie nur auf der Couch. Und jetzt bei Nintendo World Championships haben wir einfach ganz, ganz schmerzlich wieder einen Online-Koop vermissen müssen. Und es ist sehr, sehr schade, dass wir andauernd über die Fails von Nintendo sprechen, wenn es um Online spielt. Sie haben irgendwie komplett etwas dagegen, dass man online miteinander spielt. Wir werden heute einmal durchgehen, was sind die größten Fails von Nintendo gewesen in Bezug auf Online auf der Nintendo Switch. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie Nintendo online verkacken kann. Erstens, das, was sie relativ häufig tun, es gibt kein Online. Also es gibt keine Modi oder es gibt keine Möglichkeit, wirklich online miteinander zu spielen. Das war bei Super Mario Party der Fall. Also ein Mario Party Game, in dem wir keine Möglichkeit hatten, vernünftig online mit Freunden in eine Lobby zu gehen. Was Nintendo halt leider relativ oft macht, ist dieser blöde Move, dass man online zwar spielen kann, aber dann immer nur gegen irgendeine gesichtslose Masse. Immer nur gegen irgendwelche Leute aus dem Internet, sodass random halt irgendwie eine Party zusammengestellt wird. Und wir mussten halt wirklich 2 Jahre warten, bis auf einmal random ein Online-Multiplayer hinzugefügt wird für Super Mario Party. Also immerhin wurde es nachgereicht, aber ich verstehe nicht, wie man im ersten Moment ein Mario Party veröffentlichen kann und keinen Online-Multiplayer hinzufügen kann. Aber was bei Nintendo, wie gesagt, auch immer ganz, ganz hart abfuckt, ist, dass man eben nicht über eine Lobby, sondern immer über diese blöden Freundescodes hinzu. Das ist so umständlich. Also das werden wir heute eh noch öfter hören. Selbst wenn bei Nintendo online funktioniert, dann ist es immer mega umständlich. Warum müssen wir immer die Freundescodes austauschen, uns die ganze Zeit adden? Dann ist auch noch die Freundesliste so hart begrenzt, sodass man andauernd Leute löschen muss, damit man überhaupt noch Platz hat, um mit den Leuten zu spielen, was richtige Abfuck ist. Und dann kann man noch nicht mal irgendwie eine vernünftige Lobby machen. Wo ist das Problem, dass man eine Lobby aufmacht und einen Code teilt? So viele andere Spiele machen das. Nintendo hat es bei einigen Spielen ja auch geschafft. Aber hier war mal wieder der Fall. Es gab erstmal gar keinen Online-Multiplayer und dann dieser blöde Mist immer mit den Freundeslisten und so weiter. Aber es geht noch schlimmer. Ich werde heute nicht Smash Bros. Oder Mario Kart auf dieser Liste haben. Ja, generell, dass Nintendo keine Server zur Verfügung stellt und dass es oft über Peer-to-Peer läuft, das ist ein großes Problem und das ist super nervig. Das haben wir halt auch bei diesem ganzen Nintendo Online-Programm. Nintendo 64, Super Nintendo. Wenn man da online gegeneinander oder miteinander spielt, dann ist man immer davon abhängig, dass auch der Gegner eine wirklich gute Internetverbindung hat. Hier muss ich allerdings sagen, ist meine Erfahrung größtenteils positiv. Genauso wie bei 51 Worldwide Games, Splatoon oder sonstigen. Ich hatte da keine großen Verbindungsabbrüche. Es lief eigentlich immer relativ gut. Smash Bros. Und Mario Kart genauso. Deshalb sind sie nicht heute hier bei den größten Fails dabei, aber da ist es auch generell nervig. Gebt uns endlich Server und hört auf mit diesem Peer-to-Peer. Besonders schön ist es nämlich, wenn dadurch dann Spiele gar nicht mehr so richtig funktionieren. Pokémon Karmesin und Purpur hatte ja diese coole Online-Funktion, dass man zusammen Raids machen kann, damit man eben diesen starken Gegner besiegen kann. Und dann ist man da halt zusammen reingegangen und es war eine absolute Katastrophe. Also wir haben es on-stream probiert, mehrfach, aber die Leute berichten halt auch, Lags des Todes, teilweise werden deine kompletten Inputs verschluckt, du musst teilweise zuschauen, wie der Boss und wie die Gegner irgendwie 5, 4 Attacken hintereinander ausgeführt haben, wie du dann auf einmal tot aus der Lobby geworfen wurdest, weil die Zeit vorbei war oder weil ihr auf einmal tot wart. Und es war eine absolute Katastrophe. Das System, dass man ja online in diese Raids geht und dass man dann zusammen diese starken Bosse legt, das war eigentlich ziemlich geil und es hätte auch an sich sehr viel Spaß gemacht. Aber egal, wie wir uns zusammengestellt haben, es lief einfach nicht. Aber die Idee war nice, es lag halt hier wieder nur an den fehlenden Servern. Was die Lags angeht, kommen wir heute aber noch zu was wesentlich Schlimmerem. Jetzt kommen wir erstmal wieder zu 2 Spielen, die quasi gar keinen Online-Multiplayer hatten. Nintendo Smash Football hatte ja generell keine Modi und hatte generell keinen Content. Aber das absolute Gipfeltreffen war, als am Ende wir ein Fußballspiel bekommen haben, ohne einen Online-Turniermodus. Super Smash Football war einfach sinnbildlich dafür, wie dumm Nintendo ist, was Online-Multiplayer angeht. Warum müssen wir wieder irgendwelche blöden Codes austauschen? Warum kann ich nicht mit Leuten zusammen ein Team bilden und dann einfach gegen andere antreten? Also abgesehen davon, dass es keinen Turniermodus gab, dass es keine wirklichen Modi gab, um irgendwie mal irgendwelchen Quatsch oder irgendwelchen Spaß online zu haben. In einem Fußballspiel konnten wir nicht online mit unseren Freunden zusammenspielen. Du musstest irgendwie zusammen in eine Liga, also in so eine Mannschaft gehen, aber da warst du dann halt auch drin gefangen. Das heißt, du konntest da nicht unbedingt andauernd in irgendwelche Mannschaften reingehen. Außerdem wolltest du vielleicht halt einfach mal mit einem Kumpel oder mit irgendwelchen Zuschauern einfach mal ein Team bilden und dann gegen andere spielen. Warum nicht?
Wo ist das fucking Problem, dass du mit jemand anderem ein Team bildest und dann einfach zwei Gegner gesucht werden? Ich verstehe bis heute nicht, wo da der Fehler bei Nintendo lag, dass man bei einem Fußballspiel kein Team bilden kann. Also das muss man mir teilweise echt erklären. Ich kann bei Nintendo so oft nicht nachvollziehen oder verstehen, warum der Online-Multiplayer fehlt. Und hier gibt es für mich keinen Grund. Es ist einfach nur wieder dieses Dumme von Nintendo, dass man irgendwie auf der Couch spielen soll, was hier aber auch nicht wirklich ging, weil es keine Modi gab. Also Nintendo Smash Football war ein riesiges Problem und war für mich eh eine der größten Katastrophen auf der Switch. Aber jetzt gerade, ganz, ganz neu, haben wir auch Nintendo World Championships. Ein Spiel, mit dem wir sehr, sehr viel Spaß hatten. Wir haben mittlerweile alles auf S geschafft. Meine Meinung zu dem Spiel bleibt, ich finde es fantastisch, wenn man Bock hat auf NES und Challenges. Aber was halt jetzt sehr, sehr schade ist, ich kann nicht wirklich mit euch interagieren. Wir mussten uns halt unsere Geisterdaten ganz umständlich immer im Chat sagen. Wir mussten uns über Discord unsere Aufnahmen schicken, weil man kann keine Geisterdaten teilen. Das heißt, wenn wir irgendwie uns mal Tipps geben wollten, wie wir was erreichen bei der Weltmeisterschaft, dann war das halt super umständlich. Das heißt, weder kann ich eure Runs sehen oder eure Geisterdaten mir anschauen. Und dann kommt ja noch das allergrößte Dumme. Es gibt einen Koop. Für die Couch mal wieder. Warum kann man diesen Koop nicht auch online spielen? Weil Nintendo keine Ahnung hat, wie man es macht. Lass uns eine Lobby erstellen und dann einfach Spaß haben. Es hätte so einen Fun gemacht. Es wäre so eine Gaudi geworden, wenn ich mit euch, die teilweise so hart reingegrindet haben, wenn wir da eine Lobby hätten machen können und uns einfach hätten battlen können, wenn wir einfach Spaß gehabt hätten online in diesen coolen Challenges. Warum gibt es diesen Koop nicht auch online? Ich verstehe es mal wieder nicht. Es muss ja wirklich daran liegen, dass sie einfach nicht wirklich die Ahnung haben, wie man das online irgendwie programmiert. Ich habe keine Ahnung. Oder ob sie wirklich Angst haben, weil sie immer noch keine Server haben. Sie haben ja vor einer Weile gesagt, dass sie investiert haben, Geld in eine Online-Landschaft. Und ich hoffe wirklich, dass sie auf der neuen Nintendo Switch, dass sie da endlich irgendetwas schaffen. Denn wenn Spiele dieser Art ohne diesen Online-Modus rauskommen, ist es eine Katastrophe. Aber es ist halt auch super dumm, dass dieser Geisterdaten-Modus, den wir dann bekommen haben, dass man nicht auch da wenigstens auf Freundeslist Geisterdaten stellen kann. Also, dass wirklich jegliche Interaktion fehlt mit euch bei Nintendo World Championships, ist schon ein riesiger Downer für das Spiel und wird wahrscheinlich auch für sehr, 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 sehr viele fehlende Verkäufe sorgen. Aber während wir jetzt hier mal wieder zwei Spiele besprochen haben, wo der Online-Modus nicht verfügbar war, was aber auch viele andere Spiele betrifft, die ich jetzt heute nicht erwähne, auch viele Sportspiele, so haben wir tatsächlich zwei Spiele noch heute, bei denen der Online-Modus eine absolute Katastrophe war. Der erstere war einfach nur, dass es gelaggt hat ohne Ende. Super Mario Maker 2 wird wahrscheinlich vielen von euch in den Kopf gekommen sein, wenn es um Online-Fails geht. Also gerade Domtendo hat sich da ja richtig, richtig zur Aufgabe gemacht, alles immer zu grinden und sich einfach da durchzuzergen durch diese ganz, ganz schlimmen Lags. Viele der Highlights und die größten Lacher sind entstanden, weil wir uns gemeinschaftlich einfach über diese absolute Katastrophe von Online Super Mario Maker 2 beömmeln konnten. Er hatte da Standbilder, ich persönlich hatte nicht so viel mit Mario Maker 2 Online zu tun, aber auch wir hatten unsere Lags. Es macht natürlich Spaß, wenn ich eure Maps spielen kann. Das haben sie schon ganz okay gelöst, geht aber auch besser, geht smoother, dass man halt einfach euren Code bekommt. Wir spielen einfach eure Map, das hat Spaß gemacht. Sobald man dann aber mit mehreren online gespielt hat, Alter. Oh mein Gott, diese Lags. Wir reden da wirklich so von einem FPS, zwei FPS, Standbildern, Lags, Abbrüchen. Es ist eine absolute Katastrophe. Und ich würde sagen, Super Mario Maker 2 ist tatsächlich die größte Peinlichkeit auf der Nintendo Switch, was die Funktionalität von Online-Modus angeht, wenn es um Lags geht und wenn es um die Geschwindigkeit geht. Und kein anderes Spiel zeigt so hart auf, dass wir dringend Server brauchen und dass dieses Peer-to-Peer und dass Nintendo einfach keine Online-Landschaft bieten kann. Aber meiner Meinung nach geht es noch einmal schlimmer. Ich bin mal gespannt, wer jetzt gerade im Kopf hat, von welchem Spiel ich spreche. Meiner Meinung nach der dümmste, umständlichste und einfach peinlichste Online-Modus, den ich je in einem Videospiel ever erlebt habe, war Animal Crossing New Horizons. Generell lässt auch dieses Spiel meiner Meinung nach viel Content und viel Support liegen. Es war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und zwar mega erfolgreich und es hat auch Spaß gemacht. Es ist keine Vollkatastrophe an sich. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Das Terraforming macht sehr viel Laune. Ich habe sehr viele tolle Maps von euch betrachten dürfen und es hat sehr viel Spaß gemacht, auf eure Inseln zu reisen und mit euch nichts zu tun. Der Online-Modus von Animal Crossing New Horizons hat zwei große Probleme. Erstens, man kann nichts tun. Warum kann man nichts tun? Ist das Terraforming jetzt das Problem? Also in all den Vorgängern davor gab es super lustige Minispiele.
Du konntest wirklich was machen, du konntest irgendwie zusammen Aktionen vollführen. Hier ist nicht nur das Problem, dass du nichts machen kannst, sondern du kannst auch mit nichts interagieren. Du kannst nichts bauen, du kannst irgendwie keine Löcher graben, du kannst die Löcher zwar irgendwie nutzen, also die Leute mussten super kreativ sein, um sich selber Minispiele auszudenken. Aber sobald jemand auf der Insel war, konntest du noch nicht mal mehr Sticker erstellen. Du konntest nichts machen, wenn jemand auf deiner Insel war. Das heißt, selbst wenn du gesagt hast, ich spiele jetzt ein bisschen und du, mein Freund, kommst einfach mit auf meine Insel und wir chillen zusammen, dann warst du halt dazu verdammt, nichts zu tun. Und das ist doch einfach schon mal die erste Katastrophe. Das heißt, selbst wenn ihr zusammen chillen wollt, geht das nicht, weil ihr könnt da nichts mehr machen. Ihr könnt nichts abbauen, ihr könnt nichts bewegen, ihr könnt kein Terraform, ihr könnt nichts machen auf dieser Insel. Und dann mussten die Leute sich halt ganz blöde Spiele vorbereiten, damit man irgendwie zusammen Spaß haben kann. Du konntest Sachen droppen, wow. Das war schon das erste Problem. Aber das allergrößte Problem und warum dieser Online-Modus die größte Katastrophe ist, das ist, wie man sich überhaupt zusammenfinden kann. Es dauert so unglaublich lange. Jedes Mal, wenn jemand auf deine Insel kommt, den du ihn freigegeben hast, dann musst du dieser mega langen Animation zuschauen, bis er auf deine Insel geflogen ist. Und auch da kannst du in der Zwischenzeit nichts machen. Ihr guckt beide zu, wie diese Person auf diese Insel fliegt. Und wenn du damit zum Beispiel mit 8 Leuten, keine Ahnung, Spaß haben willst, dann guckt ihr euch das 7-mal an. Wir haben es damals gemessen. Ich glaube, wir waren bei 18 Minuten. Wir mussten 18 Minuten warten, bis alle Leute auf der Insel waren. Wir waren teilweise bei 20 oder 30 Minuten Wartezeit, wenn halt nochmal irgendwie was schiefgegangen ist. Aber es waren halt mindestens 18 Minuten, die man warten musste, bis die Leute auf die Insel gekommen sind. Und dann haben wir das große Problem, wir konnten nichts machen. Und wenn jetzt auch nur irgendeiner ein Internetverbindungsproblem hatte, was nicht unbedingt an der Person selber gelegen haben muss, also sobald jemand von der Insel runtergeschmissen wurde oder es irgendwie ein Problem gab, war die ganze Lobby wieder weg. Das heißt, alle sind von der Insel runtergeschmissen worden und wir hätten uns alles nochmal neu angucken können. Das war immer das Ding. Sobald jemand von der Insel wollte, müsst ihr unbedingt die Insel manuell verlassen und nicht die Konsole ausschalten, weil dann gab es eine Fehlermeldung und alle sind von der Insel geschmissen worden. Es war eine absolute Katastrophe. Meiner Meinung nach wirklich wow. Einfach nur wow, wie eine der größten Firmen mit einem ihrer Haupttitel einen solch katastrophalen, dummen und schlechten Online-Modus programmieren konnte. Da war nichts durchdacht, da hat nichts Sinn gemacht und es war einfach nur, wir haben keinen Bock auf Online. Das hat dieses Spiel ausgestrahlt. Also diese ganzen Lag-Fails von Mario Maker oder von Pokémon, die waren schon schlimm. Die fehlenden Modi, wie bei Smash Football, wie bei Nintendo World Championships oder damals Super Mario Party, waren auch schon ein riesiger Gipfel. Aber dieser unfassbar dumme und schlechte Online-Modus von Animal Crossing New Horizons hat meiner Meinung nach dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Und das war meine Erfahrung mit Nintendo und Online. Ich hoffe wirklich, 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 dass wir demnächst da eine Veränderung sehen, denn es ist so viel Potenzial liegen geblieben über die Zeit. Viele dieser Spiele sind an sich tolle Spiele, die ich genannt habe. Eigentlich sind alles tolle Spiele außer Pokémon. Und alle diese Spiele hätten eine solche Bereicherung bekommen durch einen funktionierenden Online-Modus. Gerade Nintendo World Championships jetzt mal wieder. Und ich muss einfach nur hoffen, dass mit einer neuen Nintendo-Konsole, dass da an der Infrastruktur was passiert von Online und dass wir vernünftige Online-Modi kriegen. Denn es ist schon lange nicht mehr so, dass wir sagen können, Nintendo ist einfach nur ein bisschen hinten an, was Online angeht. Selbst vor 7 Jahren haben wir uns schon mal lustig gemacht. Jetzt in 2024 gibt es eigentlich keinen anderen Grund mehr, außer dass Nintendo keinen Bock hat auf Online-Multiplayer. Und da muss ein Umdenken stattfinden, weil es nervt. Bin ich ganz ehrlich, es nervt. Und es ist einfach sehr, sehr schade. In dem Sinne, meine Lieben, das waren die größten Online-Fails auf der Nintendo Switch meiner Erfahrung nach. Teilt mir gerne eure Gedanken und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst mit hoffentlich besserem Online-Modi, wenn die neue Nintendo-Konsole irgendwann demnächst einmal erscheint. Bis dahin erstmal viel Spaß beim Grind. Haut rein. Ciao.